Hallo Leute, Domination Tipps. Ich melde mich zurück. Eigentlich habe ich mich eben schon zurückgemeldet mit meinem ersten Weltkriegsangriff. Leider ist mir aber mitten im Video das Aufnahmeprogramm wieder abgestürzt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Was ich euch auf jeden Fall heute zeigen möchte, ist ein Guide. Und zwar, weil ich des Öfteren einfach Fehleinschätzungen höre. Bei mir in der Allianz, als auch oft auf YouTube, wo Leute dann einfach nur nach Zeitalter oder nach Level bewerten und darum Feinde zu stark, aber manchmal auch selten zu schwach einschätzen. Und darum wollte ich mit euch heute einfach mal besprechen, wie kann ich möglichst schnell rausfinden, wie stark ich einen Gegner einschätzen muss oder wie schwer dieser Gegner ist. Und dafür habe ich ein paar Punkte vorbereitet. Zuallererst möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, schaut mal bei mir auf den Kanal. Ich habe es auch unten in die Beschreibung gepackt. Da sind zwei coole YouTuber. Der eine macht es nur so sporadisch, der andere möchte jetzt aber richtig anfangen. Die sind bei mir aus der Allianz, die haben es beide richtig faustdick hinter den Ohren, sind gute Angreifer. Könnt ihr einfach mal vorbeischauen bei denen in den Videos, also die haben es auf jeden Fall drauf. Andere Sache, die ich sagen wollte, wir können ja kurz mal in den Weltkrieg schauen vorher. Hallo. Und dann schauen wir uns mal an, was los war. Dann kann ich ganz kurz abreißen, was jetzt letzten Endes passiert ist. Die Gegner sind wieder dieselben Gegner wie letztes Mal. Und sie scheinen auch wieder dieselbe Strategie zu fahren, was den Weltkrieg wieder relativ, ja, eng werden lassen wird, denke ich mal. Wir sehen hier, 1 wird die 1 und 2 machen, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Darum macht die feindliche 5 die 9 und die 10, 11 und 12, die feindliche 7 macht 13, 14 und so weiter. Sprich, wenn solche Sachen hier passieren, verbrauchen die Feinde ihre Reserven, von denen sie zu wenig haben. Aber das soll uns nicht kümmern. Wir sind auf jeden Fall dabei, denn das Rückmatch zählt mehr als das Vormatch. Im Hinmatch konnte jeder von uns nur 350 Ruhm, glaube ich, gewinnen. Jetzt im Rückmatch können die Gegner 400 gewinnen. Sprich, wenn wir das Rückmatch verlieren, haben wir alles in allem mehr verloren als gewonnen. Bei der feindlichen 4 ist es so, letztes Mal hatte die nur hier ihre Maori-Koalition an und keine Ägypter-Koalition. Jetzt ist noch eine Verteidigungskoalition dazugekommen. Wir schauen uns mal das Layout an. Das hat sich nämlich auch geändert vom Werten Diesnats. Hier sind wir. Sehr, sehr unkonventionelles Layout, muss ich sagen. Ich mache mal hier mein Zeichenprogramm kurz an. Oh, mein Handy ist leer. Weg damit. Zeichenprogramm, da sind wir. Hoffentlich erkennt ihr noch was. Mein Ansatz war, ich setze hier vorne ein Nahkämpfer hin, der hat die Flugabwehr bekämpft, dann habe ich mit den Flugzeugen beide Sniper-Türme rausgenommen, dann ist die Zeit aber auch schon fast was knapp geworden. Dann habe ich einen General auf die, auf den Bunker versammelt, alle meine Resttruppen von der Seite rein. Oh, jetzt klingelt es. Muss ich kurz zum Postboten. Ich glaube, der ist da. Ups. So, puh, da bin ich wieder. Ich muss ein ganzes Stück laufen. Mein TRX-Trainer ist endlich da, den werde ich gleich mal ausprobieren. Ausbenutzen, wie bescheuert. Ich habe hier von der linken Seite auf jeden Fall angegriffen. Hier vorne kamen Heavy Tanks raus, ist ja ganz normal. Dann habe ich aber auch gemerkt, wird die Zeit schon langsam was knapp. Als meine Truppen in etwa so hier auf dieser Höhe waren, musste ich auf das Stadtzentrum versammeln. Habe hier vorne einmal sabotiert. Stadtzentrum ist down gegangen, alles super. Ich hatte befürchtet, wenn hier Fallen liegen, hätte ich ein Problem, lag aber gar nichts. Letzten Endes haben sich die Truppen aufgesplittet. Der eine Teil ist oben lang gegangen, leider. Und viele Artillerie sind unten lang gefahren. Das hat mich ein bisschen in die Bredouille gebracht. Blitzkrieg hat das als erstes geregelt, aber dann sind die Generäle, ich weiß nicht, ob man das sieht, sind auf jeden Fall über Level 20, sind runtergekommen. Hier lagen dann letzten Endes alle Fallen, was gar nicht mal schlecht ist, aber ist doch ziemlich vorhersehbar. Ich hätte die Fallen jetzt entweder hier unten geschätzt oder halt da, wo sie lagen. Letzten Endes war es dann so, dass die Generäle und vor allem auch die Gatling-Gunner, die da runterkamen, plus die Panzer, die von den Fabriken gespawnt sind, mir ziemlich viel Truppen rausgenommen haben. Alles in allem sind dann hier ein paar Gebäude stehen geblieben letzten Endes. 89% ist halt so, da muss jetzt jemand nochmal hinterher. So viel dazu. So, kommen wir zum eigentlichen Thema des Videos und das handelt ja darüber, wie man einen Gegner letzten Endes einschätzt und rausfindet, ob der tatsächlich so stark ist, wie er im ersten Moment rüberkommt. Dazu habe ich jetzt aus der Gegnerallianz Snatchy Tip den gegnerischen Nummer 20 ausgesucht und vergleiche die mit meiner Basis. Einzig und allein aufgrund dessen, dass wir beide im Industriezeitalter und Level 151 sind. Damit kann man die größten Irrtümer, die man so den vielen Spieler auf den ersten Blick auferlegen, kann man damit aus dem Weg räumen. Wir fangen mal an bei Snatchy Tip. Ihr seht hier die Basis. Ich habe jetzt natürlich einen Screenshot gemacht, damit wir das leichter hin und her wechseln können zwischen den Bildern. Wird jetzt leider natürlich hier oben durch die Aufnahmezeit verdeckt, aber der ist Level 151 genauso wie ich. Schaut euch kurz mal die Basis an. Wir gehen es gleich zusammen mal durch. Hier das Gegenbeispiel. Wieder Level 151 Industriezeitalter ist meine Basis. Soll jetzt absolut nichts heißen, aber wie gesagt, wir sind zufällig auf demselben Level. Schaut euch einfach mal die Gebäude an und seht dann mal die Unterschiede vielleicht. Ich will nicht verraten, wer von beiden stärker ist. Ich denke mal, einigen von euch wird das von sich aus schon auffallen. Auf jeden Fall gehen wir es gleich mal durch. Wir fangen an bei Snatchy Tip.
So, hier sind wir bei Snatchy Tip. So, und wenn man das Ganze jetzt beurteilen möchte, dann gehen viele Spieler einfach danach, dass sie das gegnerische Level beurteilen oder das Zeitalter. Aber gerade weil man im Spiel sehr leicht rushen kann, und darüber haben wir ja im letzten Video gesprochen, ist es so, dass vor allem Straßen-Upgrades, Farmen-Upgrades alles Level bringen, aber gerade auch sehr wichtige Defensiv-Upgrades, wie in der Bücherei, in der Universität, die Forschung bringt nicht ein einziges Stückchen EP. Sprich, derjenige, der die Uni komplett geforscht hat und derjenige, der nichts geforscht hat, sind genau auf demselben Stand und sind rein äußerlich nicht voneinander zu unterscheiden. Dementsprechend beginne ich immer damit, dass ich das gegnerische Zeitalter angucke, Industriezeitalter, aber nicht, um in die Hose zu kacken deswegen, sondern um einfach zu sehen, der Typ ist im Industriezeitalter, der kann noch kein Widerstandskapitel erforscht haben. Ist der Gegner jetzt im globalen Zeitalter, müsst ihr nämlich, ich sehe jetzt keine Fabrik bei dem, aber wenn ihr eine Fabrik seht oder eine Taktikakademie, nee, das ist eine Schmiede, wo ist denn die Taktikakademie? Ist denn die Taktikakademie? Ah, hier, Taktikakademie. Oder auch Kasernen, glaube ich. Also all solche Sachen, wenn der Gegner das Widerstandskapitel erforscht hat in der Bücherei, sobald er im globalen Zeitalter ist, kann es sein, dass aus dem Söldnerlager Flammenpanzer kommen, aus den Fabriken schwere Panzer, aus den der Taktikakademie müssten, glaube ich, nationenspezifische Truppen kommen. Also alles sehr, sehr gemein, was man berücksichtigen muss und was einen echt den Angriff letzten Endes kosten kann. Nebenbei noch ein ganz kleines Nice-to-Know. Wenn ihr euch den Gegner anschaut und seht, der Gegner hat einen Markt auf globalen Zeitalterstandard. Also der Gegner muss mindestens einen Markt global haben, wenn er im globalen Zeitalter ist. Und nicht nur alle Märkte industriell. Ansonsten kann aus dem Söldnerlager kein Flammenpanzer kommen. Ich finde immer den Flammenpanzer am ekligsten, weil der den meisten Schaden, so Flächenschaden macht. Ihr seht hier, das sind alles Industriezeitalter-Märkte. Er kann ja keinen auf global haben. Der Gegner ist auf Industriezeitalterstandard. Dementsprechend, wenn der Markt hier hinten noch so einen kleinen Giebel, einen zweiten Giebel am Ende vom Haus hat, dann ist der global und der sieht fast genauso aus wie der industrielle Markt. Das nur nice to know für die Leute von euch, die genauso ein bisschen rumnerden wollen wie ich und dann ganz genau wissen wollen, selbst wenn er Widerstandskapitel hat, vielleicht kann es ja sein, dass kein Flammenpanzer aus dem Söldnerlager kommt. Aber so viel dazu. Beim allgemeinen Einschätzen des Gegners haben wir jetzt erstmal geguckt, welches Zeitalter ist der. Okay. Dementsprechend aber auch anhand des Zeitalters können wir sehen, wie viele Fallen hat der Gegner. Hat er schon 7 Stacheldrähte, 8 und dann 8 Sperrfallen, also Minen und Hinterhaltfallen, oder hat er erst 6 davon? Im Industriezeitalter kann man 6 haben, soweit ich weiß. Also man hat auf jeden Fall schon mal weniger Fallen, die der Gegner setzen kann, und die sind nicht ganz so stark. Also haben, glaube ich, nur maximal 50% Verlangsamung. Macht 5% Unterschied. Nächstes, was man gucken kann, natürlich, welche Weltwunde hat der Feind? Und da fällt einem natürlich sofort hier das Versailles auf. Eine verbotene Stadt hat der Gegner jetzt nicht. Wenn der Gegner eine verbotene Stadt hat, ist natürlich easy, da müsst ihr natürlich dran denken, entweder ihr holt 50% oder ihr macht beide Zentren, das Hauptstadtzentrum und die verbotene Stadt platt. Andernfalls bekommt ihr keinen schnellen Sieg und auch keinen Stadtzentrumstern. Beim Versailles ist es immer so, ihr müsst gucken, wo das Versailles platziert ist. Ich habe schon mal erwähnt, das Versailles ist ein Weltwunder, das bleibt permanent aktiv. Bedeutet, hier in einem gewissen Umkreis um das Versailles drumherum werden eure Truppen verlangsamt. Völlig egal, ob ihr es zerstört oder nicht. Dementsprechend kann der Feind, und das benutzen gerade gute Feinde, sehr oft dazu, um ihre Basis letzten Endes sehr attraktiv wirken zu lassen von einer Seite, aber das Versailles verlangsamt euch dort extrem. Und das ist das Problem. Das ist der erste Punkt, den ich mir abhake. Der nächste Punkt ist ein sehr essentieller Punkt und hier sehen wir die Hauptunterschiede. Hier achten wir nämlich auf die Anzahl und die Level verschiedener essentieller Verteidigungsgebäude. Und damit meine ich keine Redouten, keine Garnisonen, keine Türme, sondern wir fangen an mit den Mörsern. Gucken wir mal, Level 6 Industriemörser ist okay, 5 Aufklärungszeitalter-Mörser kann er auf jeden Fall noch aufrüsten und er hat sogar einen Level 4er Schießpulverzeitalter-Mörser. Also alles in allem, den hier hat er nicht gelevelt. Das wird wohl das 4. Katapult gewesen sein, das er dazu bekommen hat. Nicht sonderlich stark. Als nächstes schauen wir nach den Panzerdepots, die finde ich sehr aufregend. Und da sehen wir Schießpulverzeitalterstall, Aufklärungszeitalterstall, Aufklärungszeitalter. Sprich, hier tuckert nicht ein einziger Panzer durch die Basis. Der Kerl hat nur Ponys. Das ist faktisch nicht mal ein Aufklärungszeitalter-Spieler. Der ist schwächer von den Panzern oder von den Depots, von den Stellen her, als ein Aufklärungszeitalter-Spieler. Und das ist ein Hammerfakt, wenn man als letzten Endes danach geht, wie man den Feind bewertet. Weil Level 151 kann genauso gut bedeuten, der hat im Industriezeitalter schon einiges ausgebaut. Nächstes wären die Kanonentürme. Und davon sehen wir, ich sehe jetzt nur 3 Stück. Wir sehen nicht mal ein Viertel, doch 4 Kanonentürme. 1, 2, 3, 4. Alle 4 Kanonentürme sind Aufklärungszeitalter. Also sprich Aufklärungszeitalter plus. Weil im Aufklärungszeitalter hat man 3 Stück. Er hat halt einen mehr, aber die sind noch nicht gelevelt. Scharfschützentürme sehen wir nicht einen einzigen hier. Ein richtig starkes Ding, das man ab dem Industriezeitalter bekommt, hat er nicht mal gebaut. Geschweige denn aufgerüstet. Gehen wir mal nach den Bunkern. Bunker sehen wir auch nicht einen einzigen Bunker hier. Sprich, es kommt nirgendwo ein schwerer Panzer her. Er könnte 2 Stück bauen und sogar noch upgraden.
Das ist jetzt so die grobe Analyse, die ich euch vorschlagen würde. Wenn ihr es jetzt ganz detailliert und nerdhaftig machen wollt, dann könnt ihr natürlich auch noch drauf eingehen, hat er eine Akropolis? Wie viele von seinen schweren Verteidigergebäuden, also Panzerdepots und Bunker, das sind 5 Gebäude, wie viele von denen stehen wohl in der Akropolis Reichweite drin? Das machen wir gleich aber anhand meiner Basis, weil wir da beides haben. Hier haben wir jetzt zum Beispiel keine Bunker, ebenso keine Akropolis. Dann als nächstes, was ein etwas nerdigerer Fakt wäre, was sich nicht jeder Gedanken drum machen muss, wenn ihr zum Beispiel angreifen wollt. Wo sind Freiräume in der Basis? Weil faktisch können Fallen ja nur in Freiräumen liegen. Die können ja nicht auf einem Gebäude drauf liegen. Bedeutet, macht euch euren Plan für den Angriff eventuell so, nicht eventuell, macht ihn euch so, dass ihr am besten nicht in einen Freiraum versammelt. Macht es am besten so, dass ihr mit dem Angriff wartet, bis das ein bestimmtes Gebäude zerstört ist, wie zum Beispiel dieser Turm, einfach nur als Beispiel, und sagt dann, hey, sobald der Turm weg ist, sage ich meinen Truppen, hierhin versammeln, sabotiere dann zum Beispiel den Platz hier, damit ist der Mörser, die Redoute und das Stadtzentrum lahmgelegt und dann können meine Truppen völlig sicher hier rein versammeln, weil da, wo der Turm steht, können ja logischerweise keine Fallen liegen. Nächstes wäre, was man noch beurteilen könnte, ist auch ein nerdiger Fakt, sind die Generäle. Generäle kann man sehen, wie viele Generäle stehen auf der Burg und wie gelevelt sind die. Ab dem Aufklärungszeitalter kann man 2 Generäle auf der Burg stehen haben, ab dem globalen Zeitalter 3 und im Atomzeitalter kann man sogar noch einen 4. General nebenan, wenn man das Pentagon als 5. Weltwunder gebaut hat, stehen haben. Was mir gerade noch einfällt, ihr müsst genauso gucken, wenn der Gegner zum Beispiel im Atomzeitalter ist, sprich, das wäre der erste Punkt eurer Prüfung des Gegners. Wenn der Gegner im Atomzeitalter ist und hat eine verbotene Stadt, müsst ihr bedenken, dass man im Atomzeitalter erforschen kann, dass die verbotene Stadt deutlich mehr Hitpoints hat. Bedeutet, man kann die nicht mehr einfach so sprengen. Dafür ist es auch wieder wichtig, das Zeitalter im ersten Schritt zu beachten. Was man unter Punkt 4 noch beobachten kann, sind die Mauern. Da guckt ihr einfach mal, wie hoch sind die Mauern? Sind die vielleicht unterschiedlich hoch gelevelt? Bei ihm sehen wir alle Mauern Level 9. Das ist absolut nicht schlecht. Tore sind auch Level 9. Bedeutet, die Tore sind genauso hoch wie seine Mauern. Und weil Tore immer niedriger sind als die Mauern, heißt das, seine essentiellen Schwachpunkte sind die Tore. Wenn man darauf jetzt angreift, gehen die deutlich schneller platt als die Mauerstücke an sich. Ist nur nice to know. Also letztes, was man machen kann, um zu sehen, ob man den Gegner eventuell über- oder unterschätzt, tendenziell die Straßen angucken. Seine Straßen sind Industriezeitalter Maximum, höher geht nicht. Sprich, er hat so viel unnötige Erfahrung letzten Endes gefarmt, wie es geht, die ihm verteidigungstechnisch aber null Relevanz bringt. Also die ist absolut unwichtig. Heißt, der Gegner wirkt letzten Endes viel stärker, als er eigentlich ist. Jetzt behalten wir mal die Fakten im Auge. Die Mörser sind schwach gelevelt, wir haben sogar einen Schießpulverzeitalter Mörser nur, Burg ist nicht aufgerüstet, wir haben nur 3 Ställe, nicht ein einziges Panzerdepot, kein Scharfschützenturm, nicht einen einzigen Bunker, wir haben keine Akropolis, die gut platziert ist und wir haben Mauern auf Level 9 letzten Endes. Hier jetzt zum Vergleich meine Basis. Genau dasselbe Level wie der Gegner. Wir gehen jetzt mal direkt auf die Punkte ein, die wir uns gerade gemerkt haben. Wir haben hier keine Stelle. Wir haben 1, 2, 3 ausgewachsene Panzerdepots. Sprich, da kommen aus dem Wald kommen Panzer, aus allen 3 Depots kommen Panzer. Wir haben einen Sniperturm, der sogar schon maximal gelevelt ist. Sprich, der ballert die ganze Zeit um sich, weil der eine riesen Reichweite hat. Wir haben 2 Bunker, die beide auch maximal gelevelt sind. Sprich, da kommen MK2 Panzer raus. Beim Feind habe ich jetzt gar nicht auf die Flugabwehr geachtet. Stimmt, hätten wir auch machen können. Ich glaube, der hat nicht mal Flugabwehr gebaut. Flugabwehren sehen wir hier. 3 Stück, sprich maximal, mehr kann man nicht bauen im Industriezeitalter. 2 davon sind schon maximal gelevelt. Was hatten wir noch? Mörser. Mörser sehen wir 4 Stück, 2 Aufklärungszeitalter, 2 im Industriezeitalter, also auch nicht schwach. Kanonentürme, 4 Stück, alle Industriezeitalter Maximum. Burg, 2 Generäle drauf, Level 16 und 15. Burg ist gemaxt, also einen starken General und einen General mit Reichweite. Wenn wir das jetzt letzten Endes vergleichen, seht ihr, dass der Gegner zwar genauso hoch vom Level her ist, aber viel mehr unterlegener. Weiß ich nicht, sollen wir hier das Ganze auch noch durchgehen? Wir analysieren mich quasi mal, als wäre ich ein fremder Spieler. Zeitalter, Industriezeitalter, Level 151, okay? Das klingt so nach jemandem, der irgendwo Mitte Industriezeitalter, eher Beginn bis Mitte Industriezeitalter, weil Industriezeitalter geht normalerweise von Level 139 bis 172 etwa. Also ein bisschen vorab der Mitte sollte der sein. Haben wir ein Versailles oder ein Kreml? Kreml haben wir nicht, aber ein Versailles haben wir platziert. Also auch auf das Versailles achten. Das ist nämlich hier vorne mit nur einer einzigen Mauer vor einer Schwachstelle positioniert, aber gerade hier, damit es attraktiv für den Feind aussieht, ist es aber letzten Endes nicht. Anzahl plus Level der Verteidigungsgebäude haben wir gerade schon durchgesprochen. Die Mörser sind hochgelevelt, sind fast alle auf Maximum. Sniper Tower auf Maximum, Panzerdepots auf Maximum, Bunker auf Maximum, Flugabwehren fast alle auf Maximum. Also sehr stark. Dann letzten Endes haben wir hier auch noch die Akropolis. Die steht auch noch so, dass die Akropolis jeden Bunker, jedes Panzerdepot und dazu noch ziemlich viele Garnisonen trifft. Bedeutet, hier werden sehr schnell sehr viele maximal starke Feinde, die dazu noch einen HP-Boost bekommen, gespawnt werden. Und das muss man auf jeden Fall beachten.
Freiräume letzten Endes. Wir haben sehr viele Freiräume innerhalb der Basis. Hier haben wir Freiräume, hier drin haben wir überall Freiräume, wo definitiv Fallen liegen können. Und weil es meine Basis ist, kann ich euch verraten, es liegen in den Freiräumen Fallen. Dementsprechend muss man so planen, dass man nicht in die Freiräume läuft. Ansonsten wird man sehr stark verlangsamt, währenddessen die ganzen Defensivgebäude auf einen schießen. Generell haben wir schon angesprochen, Level 16 und 15, eine gut ausgewogene Mischung meiner Meinung nach. Einen General, der eine hohe Reichweite hat, einen General, der viel Schaden austeilt. Mauern. Mauern haben wir auf Level 11 und Level 12. Das ist letzten Endes mehr als zwei Level höher als bei dem vergleichsweisen Gegner, den wir eben verglichen haben. Also sehr starke Mauern, würde ich sagen. Die sehe ich relativ selten, wenn ich gegen andere Leute spiele. Und jetzt kommen wir noch zum wichtigen Punkt, die Straßen. Die Straßen sind im Schießpulverzeitalter und genau das ist der Grund. Ich habe keine unnötige Erfahrung durch Straßen gesammelt. Meine Straßen sind sehr, sehr niedrig, low, wie man es auch sagen möchte. Und dadurch bin ich letzten Endes genauso hoch vom Level wie mein Freund, den wir eben analysiert haben, aber letzten Endes würde ich sagen, ich möchte jetzt nicht arrogant wirken, aber wenn ich es versuche objektiv zu bewerten, würde ich sagen, diese Basis ist immens viel stärker als die andere Basis, obwohl sie gleich stark scheint. Zeitalter ist gleich, Level ist gleich. Und genau das wollte ich euch nur mitgeben. Er liegt nicht selbst dem Trugschluss, dass ihr beim Feind einfach nur oben auf das Zeitalter oder es noch schlimmer, nur auf das Level guckt und danach Feinde bewertet. Man sollte immer ins Detail reingehen und schauen, welche Gebäude sind gerade für mich kritisch. Ich bin jetzt zum Beispiel Brite, ich lege eigentlich nie Wert auf Kanonentürme, dafür lege ich umso mehr Wert auf die Mörser. Worauf aber jeder Wert legen sollte, sind Panzerdepots, Bunker, Scharfschützenturm. Das sind so die wichtigsten Sachen, finde ich, die man mit analysieren sollte. Und dann hoffe ich, hat euch das gefallen. Hat euch das auch geholfen? Gebt mir bitte ein Feedback dazu unterhalb des Videos. Und dann sehen wir uns bald wieder. Euer Domination Tipps.